Endlich ist ein ewig langer Traum zur Wirklichkeit geworden. Ein Menschenleben habe ich darauf gewartet. Schulzeit, Militär, Krieg und sowjetische Herrschaft hatten mich Draken immer nur platonisch erleben lassen. Jetzt bin ich wahrhaftig auf dem geweihten Boden des einzigen Paradieses der Pferde. Unvorstellbar, wie viel Draken heute noch von seiner langen Vergangenheit erkennen lässt. So das schlossartige Landstallmeisterhaus 1790 entstanden. Dieser Bau, Jahrhunderte überlebend in Krieg und Frieden, öffnet sich uns. Als ich an eines der vorderen Fenster komme, erhebt sich wie eine Vision Tempelhüter auf seinem Sockel. Wie vor 50 Jahren reitet ein Jachtfeld vorbei. Der Hauptbeschälerstall war der markante Punkt des ostwärtigen Hauptfuhrwerks. Hier waren in weitläufigen Boxen die Hauptbeschäler in den Wintermonaten aufgestellt. Gerne erinnern wir uns an drei damalige Stars: Hirtensang, Harun al-Rashid und Pythagoras. Typisches Trakehnen jedoch brachte uns dagegen die Erinnerung an die abendliche Heimkehr der großen Fuchsherde in den früheren Innenhof, der heute von monströsen Industriemaschinen erdrückt wird. Wir haben die Krippe entdeckt. Ja. Unter Jubelrufen identifizierten wir die Behausung des Kankara und legten wenig später die noch voll erhaltene Futterkrippe frei. Welch ein Erlebnis! Nach fast 50 Jahren verwahrloster Erde. Das ist Kankara. An dieser Stelle stehen wir jetzt. Die Umgebung von Kalpakin, die Heimat der braunen Herde, lag vor uns. Eindrucksvoll erschien die braune Herde von einst vor unserem geistigen Auge. Heute kann man sich kaum noch vorstellen, dass hier so große Zuchtheroen wie Perfektionist, Tempelhüter, Jagdheld, Pythagoras oder wie hier Pilger gewirkt haben. Wir stehen hier vor den Resten der Hofeinfahrt des Fuhrwerkes Gurtschen. Wo liegt das Geheimnis von Gurtschen? Erstmal in der Pflege einer Farbe. Es war die Rappherde, die größte Herde und die kaliberstärkste Herde des Hauptgestüts. 60 Mal im Jahr belebten abwechslungsreiche Jagdfelder das Trakehner Gelände.